angefangen? Na, ich will gerade anfangen. Du hast noch nie angefangen. Ich will gerade anfangen. Gott sei Dank, dass du noch nicht versaut. Aber... Meine Gott, ich bin ja bald zu spät. Ich bin ja der Hilfskoch. Können Sie denn überhaupt kochen? Was denn, ob ich kochen kann? Ja, ob Sie kochen können. Freilich kann ich kochen. Von denen hat er meine Schwester zwei Kinder. Den kenne ich ganz genau. Alter, wir fangen erst mal an. Na, was wollen Sie denn mit diesen riesen Löffeln? Den habe ich mir extra besorgt für heute. Den großen Löffel brauchen wir doch nicht für Sandwich. Freilich brauchen wir den. Aber wir brauchen doch nicht so einen riesen großen Löffel. Den habe ich mir extra besorgt, so groß, weil ich dachte, vielleicht will der Quermann mal kosten. Jetzt machen wir erstmal. Sagen Sie mal, warum haben Sie so eine Beule am Kopf? Ich muss ja eine Beule haben, Mensch. Und Sie brauchen doch keine Beule. Ja, was? Ich brauche sie nicht, aber ich hab sie. Der letzte Chefkoch hat mir eine Pflaume dagegen geschmissen. Na, das können Sie mir nicht erzählen, dass Sie von einer Pflaume so eine Beule bekommen. Freilich, Mutter, das hat eine Pflaume dagegen. Ach, das gibt's ja nicht. Ja, die war eingewickelt in eine Blechspitze. Wir beginnen also mit... Ja, wir beginnen mit der Zug... Was machen wir denn überhaupt? Wir machen jetzt Sandwich. Wir machen Sandwich? Ja, eine Sandwich. Da brauchen wir erstmal heißes Wasser. Für Sandwich brauchen wir doch kein heißes Wasser. Was machen wir, Sandwich? Ja, natürlich Sandwich. Da brauchen wir doch kein heißes Wasser. Knirscht das nicht recht? Ja, das knirscht doch nicht. Ja, wo nehmen wir überhaupt den Sand her für die Sandwich? Aber in Sandwich kommt doch kein Sand. Was denn, in Sandwich kommt kein Sand? Aber nein. Ja, Königskuchen ist ja okay, König, ne? Also, wir nehmen erst mal heißes Wasser. Wir nehmen immer erst mal heißes Wasser. Sie nehmen sich jetzt das Messer und schneiden eine Zwiebel feinwürflich, eine halbe Zwiebel feinwürflich. Mit dem Ding? Ja, mit dem Messer, natürlich. Das eignet sich aus... Weißt du das genau, dass das für die Zwiebel ist? Das ist für eine Zwiebel zum Schneiden. Das ist für die Zwiebel? Ja, das ist für eine Zwiebel. Meine Fresse, so eine Kie. Ha, das Messer, das erinnert mich an die letzte Rede von unserem BGL. Wieso? War die etwas so scharf? Ne, die war nicht so scharf, die war so lang und so breit, Mensch. Vor allen Dingen nehmen wir heißes Wasser. Wir nehmen kein heißes Wasser, ich wollte Ihnen das noch sagen. Merken Sie sich bitte, Zwiebel können Sie zu fast allen Gerichten verwenden. Was? Zwiebel? Natürlich. Kannst du an alles nehmen? Zu fast alles. Meine Fresse, da bin ich ja gespannt, wie nah der Pudding schmeckt. So. Und jetzt nehmen wir... Heißes Wasser. Kein heißes Wasser. Was wollen Sie denn immer mit Ihrem heißen Wasser? Die muss ja auch vermehrt werden, das heiße Wasser. Wir nehmen mal zwei mehr kommen, oder? Dann langt's wieder nicht. Wir nehmen jetzt Ochsenfleisch. Ochsenfleisch? Ochsenfleisch, ja. Und merken Sie sich das, wenn Sie Ochsenfleisch essen, werden Sie stark wie ein Ochse. Wenn man Ochsenfleisch isst, werden Sie stark wie ein Ochse. Wird man stark wie ein Ochse? Ja, natürlich. Na Mist. Ich esse schon viermal Fisch. Ich kann immer noch nicht schwimmen. So, wir machen erstmal die Sandwich. Wir machen jetzt die Sandwich. Und für unsere Füllung machen wir jetzt... heißes Wasser. Kein heißes Wasser. Ein bornierter Pinsel. Wir nehmen nur heißes Wasser. Ich will kein heißes Wasser für die Sandwich haben. Wir nehmen jetzt Milch. Nehmen wir Milch. Ja, aber sagen Sie, kommt Ihnen die Milch nicht auch recht dünn vor? Die ist ja dünner wie heißes Wasser. Die ist ja so dünn. Na eben. Ja, vielleicht haben die Kühe recht lange im Reichen gestanden. Wir nehmen lieber heißes Wasser. Wir nehmen kein heißes Wasser. Was haben Sie hier? Das ist mein Schokoladenpudding. Ihr Schokoladenpudding? Das ist meine Spezialstrecke. Darf ich mal kosten? Ja, bitte, das ist... Das, darf ich mal, ja? Das ist, was? Schlecht sieht er ja nicht aus. Nee, das ist was? Aber schmecken... Der schmeckt... Was? Das soll Schokoladenpudding sein? Hast du gedacht, das ist Asphalt? Das ist... Das ist mein Schokoladenpudding, oder? Ja, aber der schmeckt ja wie Schuhcreme. Der schmeckt ja wie Schuhcreme. Mein Schokoladenpudding? Ja, wie Schuhcreme. Der schmeckt wie Schuhcreme? Ja, natürlich. Viel schlimmer noch. Mensch, der schmeckt wie Schuhcreme. Meine Fresse, da habe ich die Schokolade auf die Latschen geschmiert. Aber Eberhard, wie können Sie denn... Du den ins heiße Wasser. Nein, nicht ins heiße Wasser. Wie können Sie denn Schokoladenpudding mit Schuhcreme verwechseln? Man wird ja noch mal was verwechseln können. Aber das kann man nicht verwechseln. Ich habe schon noch mal was verwechselt. So, was haben Sie denn verwechselt? Da haben wir einen großen Topf Erbsen gekocht und da habe ich das Salz, habe ich waschblau erwischt. Na und? Was ist da passiert? Ja, was soll da passiert sein? Nichts ist passiert. Haben wir heißes Wasser dran gemacht, ne?
und dann haben die Gäste das als Heidelbeeren gegessen. Wissen Sie, wir reden so viel von Umweltschutz und Umweltverschmutzung. Ja, was tun wir dafür? Es geht ja nicht nur uns Menschen an, es gibt ja heute schon Tierarten, die fast ausgestorben sind. Ist wahr? Natürlich. Deswegen habe ich den letzten Jahren so selten Rollmops gesehen. Aus Leipzig kommt auch was Neues. Was? Ja. Jo, was denn? Wir haben die Makrele jetzt umgetauft. Ach nee. Ja. Wie soll sie denn heißen? DDR-Volksfisch. Ja. Was erfreut es Menschen Seele? Das ist die DDR-Makrele. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, meine Dame. Guten Abend, Herr Ober. Ich hätte gerne eine Karte. Bitte schön. Die Gerichte sind bei uns alle nummeriert. Sie brauchen nur die nötige Ziffer anzusagen. Und schon wird eigens für Sie das kleine Fischlein in die Pfanne gehauen. Ja, und ich habe auch schon etwas. Ich hätte gerne die Nummer 69. Die 96? Nein. Ach so, die 69. Ja, die sollen Sie haben. Das ist Stör in Remoulade. Sehr Remoulade jede Menge, nur bei Stör, meine Dame, ja, gab es eine kleine Ladehemmung. Ah. Ja. Wir haben heute unseren störfreien Tag. А если в жизни все вино, веселье и спина, все равно вся жизнь твоя разбита. Налей бокал, она ушла и не вернется. Дорогая, с другим счастье нашла, так пей последний раз, рыдая. Sie können kochen. Ich bin ein zweiter Kolololos. Ein bitte was? Ein zweiter Kolololos. Sie meinen wohl Lucullus? Nee, das ist ein Bruder. Das ist ein Bruder. Das ist. Also wollen Sie damit unter Beweis stellen, dass Sie kochen können? Ja, ich beherrsche nämlich von A bis Z die astronomische Miserie. Die gastronomische Materie. Ja, können Sie bei mir auch kriegen, natürlich. Können alles. Sie bei mir auch kriegen. Ja, passen Sie auf, Sie können also kochen. Ja. Können wir ein Gericht zusammenstellen? Natürlich. Passen Sie auf, ein Gericht. Ein Menü à la carte. Ein Menü, was? Ein Menü à la carte. Also das steht nicht in meinem Kochbuch, die Fleischart kenne ich nicht. Das ist keine Fleischart. Menü à la carte heißt ein Gericht nach der Karte zusammenstellen. Ja, ich koche ja nach dem Kochbuch, nicht nach dem Atlas. Ja. Quatsch, Atlas. Also bitte los, was gibt es jetzt? Ich würde sagen, als erstes vielleicht bei mir einen Hasen. Wild ist ganz mein Geschmack. Hier? Ja, habe ich ja nicht in meinem Haus. Geschossen? Na, nicht, ich schieße doch keine Hasen. Sondern? Das ist ja Quälerei, ich sammle die Hasen. Was machen Sie? Sie sammeln die Hasen? Das kennen Sie wohl nicht? Nein, das kenne ich nicht. Hasen sammeln? Hasen sammeln? Sie gehen morgens in den Wald, nehmen einen großen Sack mit, angenommen, das ist der Sack. Jetzt gehen Sie also
Frühmorgens los, ja, in den Wald. Und da haben Sie große Feldsteine, ja, die nehmen Sie sich mit. Große, platte Feldsteine, ja, ja, die so rumliegen. Weiter? Alle 3 Meter an den Baum, einen, ja, Feldstein, darauf ein Salatblatt. Ein Salatblatt? Grün. Gut. Ja, und in der Mitte, gut, in der Mitte etwas Pfeffer. Etwas Pfeffer. Ja, pass auf, jetzt geht's folgendermaßen los. Jetzt kommen die Häschen, kommen raus. Die müssen ja morgens mal raus. Und nun kommen die, jetzt sehen die, den Salat, sehen die. Nun haben sie einen Salat. Nun haben sie Hunger. Ja, jetzt gehen die ran an den Salat und nun fressen sie sich langsam an die Mitte ran. So. Mümmel, bis zur Mitte. Jetzt stoßen die an den Pfeffer. Was meinst du, die stoßen an den Pfeffer? Ja, da kommen sie nun dran ans Ziel, nicht? Pfeffer. Und jetzt reizt das so ein bisschen, ja? Das reizt, müssen sie niesen, so. Ja? Und nun schlagen sie mit dem kleinen Köpfchen auf den Feldstein. Und dann sind sie betäubt. Und jetzt brauchen sie nur hingehen, immer aufsammeln. Immer. Achtung. Ah, Sketch. Angenehmer Abend, Agatha. Außerordentlich angenehm, Adalbert. Abendkarte. Anstrengende Abendgäste. Abwarten anscheinend abgewöhnt. Anständiges Angebot, also. Absinth-Aperitif, Apfelkartoffeln, Ananastorte. Angetraute adäquates Abendgedeck? Allenfalls Ambassador, Abmagerungskur. Angeblich Abmagerungskur. Agatha aß 8-mal Abendbrot. Anormaler Appetit. Anormaler Anlass. Angler angelacht, Aal abgestaubt. Aha. Apart, apart. Aber. Amoröse Allüren abgewöhnen, abzischen, Abendbrot anschleppen. Akzeptiert. Angeschmiert. Alles alle. Ah, Agatha allein. Angenehmer Anblick. Aufregendes Abendkleid. Attraktiver Ausschnitt. Andermal. Adalbert argwöhnischer Antibigamist. Altmodische, antiquierte Ansichten. Anregende Atmosphäre. Anfänger. Abscheulicher Amateur. Aasbande. Abgekaterte Angelegenheit. Alles anders. Agathas Arm abgerutscht, Ambassador ausgelaufen, Abendkleid angefeuchtet, alles abgewischt. Alberne Argumente. Agatha andauernd anrüchige Affären. Abmarschieren andernfalls. Angeber. Asozialer Abenteurer. Abreagieren, Angebeteter. Agatha allezeit anständig. Aha. Ahne alles. Agatha, alles abstreiten. Anwalt angerufen? ABI alarmiert. Aperitif anscheinend angewässert. Oh. A-Sketch abgespielt. Applaus. Entschuldigen Sie, gibt's was Besonderes? Typisch. Keiner weiß, was die gibt, aber anstellen. Wie sind Sie denn hier überhaupt reingekommen? Haben Sie das Schild nicht draußen gelesen? Sie werden platziert? Das ist mir auch egal, ist sowieso nicht mein Revier. Prost, ihr Schwein. Bitte sehr, Herr. Ich hatte eigentlich nichts bestellt. Nee, es gibt ja auch eine gewisse, hey, ja, Hannemann. Hannemann? Ja, so heißt die Olle. Die gibt es aus. Ach, na, dann nehme ich das natürlich gern. Dankeschön. Prost. Moment mal. Erst am 23. September zum 100. Kessel. Das, was Sie hier machen, das ist ja wohl das Letzte. Oh. Davor. Der 99,99. Ja, und was soll ich denn dann jetzt schon mit dem Bier? Ja,
Mein Herr, wir haben Bestellsystem. Dieses ist... Dieses ist ein Beratungsmuster. Der sich da gerade hingesetzt hat. Nicht so auffällig hingucken. Es war ganz Prominente. Künstler. Ich kenne sie ja alle, privat, feine Menschen. Mehr oder weniger. Jetzt kickt er gerade rüber. Ich sah ihn, das ist er. Herr Ober. Komme sofort, Herr Quermann. Ich bin nicht Herr Quermann. Oh, Entschuldigung, Herr Köfer. Ich wusste doch mit K. Wartwart. Nee, nee. Doch, hier aus dem Krug zum blauen Fenster, wo Sie mal so nett die alten Filme ansahen. Nee, tut mir wirklich leid. Vielleicht könnten Sie mir erst mal ein Selterwasser bringen. Selter, sehr wohl, der Herr. Selter. Die Clones müssen doch immer auffallen. Oh, Entschuldigung. Mensch, hier eine Doppelte, der war wohl irgendwie schlecht. Ich sehe jetzt auch schon alles doppelt. Du, Husterwasser, oh. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist Hauf Henkler. Prima. Wissen Sie, ich sag's Ihnen jetzt ganz einfach, mein Name ist Walter Plate. Oh, Entschuldigung. Und ich dachte die ganze Zeit, Sie wären ein bekannter Schauspieler.